Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Es ist Dienstag, der 14. November. Gleich zwei unserer Streaming-Tipps stehen heute ganz im Zeichen von kriminellen Machenschaften und Mord. Den Anfang macht aber erstmal Moderatorin Aminata Belli, die mit uns über das Tabuthema Geld reden will. Für ihre Doku-Reihe Kiez und Knete reist Aminata Belli quer durch Deutschland und spricht mit Menschen, die eine Menge Geld haben und mit Menschen, die von Armut betroffen sind. Denn in Deutschland klafft die altbekannte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Und zwar nicht nur in Städten wie Hamburg oder München, sondern auch in vielen anderen Orten. Aminata besucht in Wiesbaden zum Beispiel die steinreiche Familie Rother. Was wünscht ihr euch für eure Kinder? Ich wünsche mir, dass sie eben weniger sich darauf konzentrieren, du musst hustlen und auch irgendwie was krass erreichen und dann unbedingt die Millionen, die du vererbt bekommen hast, dann so auch weitergeben. Aber ist es dann zum Beispiel in deiner Familie so gewesen, dass du ganz klar das fortführen musst? Also es war schon in meiner Kindheit so, ihr werdet irgendwann groß erben und das, was ihr an Steinen erbt, Das muss unbedingt zusammenbleiben. Aminata spricht mit vielen verschiedenen Menschen und fragt sie nach ihrem Umgang mit Geld und welche Rolle Geld bei ihnen im Alltag spielt. Die ersten beiden Folgen von Kiez und Knete unterwegs mit Aminata Belli findet ihr jetzt online first in der ZDF-Mediathek. Viel Geld hatten auch die Protagonisten in unserem zweiten Tipp. Clanbosse wie Pablo Escobar oder Al Capone haben dafür allerdings auch eine Menge kriminelle Energie aufgewendet. Die Doku-Reihe How to Become a Mob Boss ist dabei eher als satirische To-Do-Liste zu verstehen, die sich die Aufstiege, aber auch den Fall der verschiedenen Bosse anschaut. Als Mafia-Boss braucht man Disziplin. Escobar ging sein öffentliches Image professionell an. Unternehmerisches Gespür. Dass diese zwei das Alkoholgeschäft kontrollieren. Es war so viel Geld. Verrückt. Und die Bereitschaft, alles zu tun, um seine Macht zu schützen. Er würde an jeden herankommen. Sie lautete, wenn Sie sich mit uns anlegen, ist es uns egal, wie gut Sie geschützt sind. Wir werden Sie töten. Im englischen Original übernimmt Game of Thrones-Schauspieler Peter Dinklage die Rolle des Erzählers. Er taucht mit den Zuschauenden in die dunkle Welt des Verbrechens ein, nimmt das aber nicht ganz so ernst. Alle 6 Folgen von How to Become a Mob Boss könnt ihr ab heute bei Netflix schauen. Ein bisschen dramatischer wendet sich unser letzter Serientipp dem Thema Mord zu. Die junge Hobbydetektivin Darby Hart wird gemeinsam mit 8 anderen Fremden von einem Millionär auf sein Anwesen eingeladen. Das liegt weit abgelegen im verschneiten Nirgendwo und Darby hat von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache. Und diese Ahnung bestätigt sich, als eine der anderen Personen tot aufgefunden wird. When they're trapped at the end of the world. You have to make this life livable. There's no going back. Welcome. It's so exciting to see you all here. I think there's something going on here that we don't fully understand. Why is it wherever you go, death follows? Strange love. Darby versucht, so schnell wie möglich herauszufinden, wer hinter dem Mord steckt. Und zwar am besten, bevor der Nächste oder sogar sie selbst tot im Schnee liegt. In A Murder at the End of the World spielt The Crown-Darstellerin Emma Corrin die Hauptrolle. Neben ihr ist unter anderem Hollywood-Größe Clive Owen zu sehen und auch die deutsche Schauspielerin Pega Feridoni aus Türkisch für Anfänger. Ihr könnt die Krimiserie A Murder at the End of the World jetzt auf Disney Plus streamen. Wenn ihr einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über unsere Social-Media-Kanäle. An dieser Folge hat Lia Rogge mitgearbeitet, Audioproduktion Henrike Heidenreich.
Ich bin Anja Bolle und freue mich, wenn ihr auch morgen wieder bei unseren Streaming-Tipps dabei seid. Bis dahin, wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.